Ja, letztes Rennwochenende bedeutet auch letzte Chance. Also wollen wir und will ich natürlich nochmal zeigen, was wir können, was ich kann. Gerade nach einer schwierigen Saison würde ich natürlich dann gern mit einem Highlight die Saison beenden und da mit einem positiven Gefühl dann auch in die Winterpause gehen. Wir waren leider nicht testen am Hockenheimring. Das heißt, wir haben da natürlich so ein bisschen einen Nachteil den anderen Teams gegenüber, weil die meisten waren zumindest mal einen Tag testen. Ich hoffe natürlich, dass wir im freien Training dann zumindest da unsere Runden, unser Testprogramm spulen können, dass wir ja diesen Nachteil aufholen und dann trotzdem ja konkurrenzfähig ins Wochenende starten. Hockenheim ist eine anspruchsvolle Strecke, eine Strecke, auf der immer hart gekämpft wird. Und wir wissen, dass es im Saisonfinale um sehr viel geht. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Porsche spielt mit, Lambo spielt mit, Audi spielt mit. Und je nachdem, wo diese sich qualifizieren und wie auch innerhalb der Hersteller vielleicht auch politisch noch gehandelt wird, kann das sehr viel, sag mal, Unruhe auf der Strecke bedeuten, aus der wir uns natürlich raushalten wollen. Ja, Big Walk auf jeden Fall, Wild Guessing. Ich habe mal simuliert ein paar Optionen und verglichende Parameter mit Red Bull Ring. Aber die das vom Test von Mannteil kriegen wir nichts. Nee, müssen die auch nicht. Ja, nee, klar, aber es ist gar nichts. Wirklichkeit. Nein. Wir waren nicht testen, hauptsächlich aus Budgetgründen. Wie alle wissen, ist Motorsport recht kostenintensiv. Und da haben wir uns dafür entschieden, nicht nochmal dann testen zu gehen. Wir sind eher, was die Meisterschaft angeht, aussichtslosen Positionen, was die Gesamtmeisterschaft angeht. Von dem her ja, war das eine rein strategisch-finanzielle Entscheidung. Hier muss das Ziel groß. Ich rede aber vom Bild. Ganz kurz, schaust du dir das an? Ist es für dich so verständlich? One part of the right hand tire must be on the white line. Zeichnen. Nee, nicht mich jetzt da irgendwas reinzeichnen. Nein, aber du könntest natürlich, damit das, also das ist verständlich, ja. Aber damit das noch eindeutiger ist, könntest du vielleicht so eine leichte rote Linie da draufsetzen. Ja, mach ich dann. Ja, weil ich es den Ingenieuren gebe, weil sonst gibt es danach wieder gleich Mecker, weil die sich fünfmal nicht durchgelesen haben. Dann aber das ist so verständlich. Aber dann ziehe ich hier nochmal eine rote Linie. Genau, dass das wirklich noch eindeutiger ist. Das zeichne ich rein. Dass das übergreifend ist auch vom Körb zur weißen Linie. Genau, und das ist vor allem dahinter. Das ist ja eigentlich das Interessante, dass wir das da hinten ja auch haben. Genau, weil das war gestern großer. Oder du ziehst eine weiße Linie oder so. Nee, rot, hast schon richtig, weil dann passt zum Pfeil. Ja. Danke dir. Gerne. Track Limits. Großes Thema, nicht nur Hockenheimring, sondern immer. Und zwar geht es um den Bereich außerhalb der zwei Linien. Also die FIA besagt, die Rennstrecke oder die Spur, wo man fahren kann, ist zwischen diesen zwei Linien. Alles nach diesen zwei Linien, also außerhalb dieser zwei Linien, gehört nicht mehr zur Rennstrecke und darf nicht mit allen vier Reifen befahren werden. Sinn und Zweck, dass einfach das Layout der Rennstrecke nicht verändert wird. Ja? Dass man sich nicht einen Benefit daraus holt. Dass man zum Beispiel bei Kurven, die vielleicht eine große Ausfahrt haben, Schwung holt, um dann eine höhere Endgeschwindigkeit am Ende der Gerade zu haben. Gerade im Quali ist es sehr wichtig, dass man sich an die Track Limits hält, weil wenn man das nicht tut und die Track Limits nicht einhält, kann es passieren, dass die Runde, die man gerade gefahren hat, gestrichen wird. Was dazu führen kann, dass man gar keine Runde hat oder die schnellste Runde eben nicht gewertet wird. Das Ziel für den Freitagstest, für das freie Training ist natürlich, das Setup so gut wie möglich abzustimmen, damit wir dann eben eine gute Performance haben. Die Priorität liegt nach wie vor auf dem Qualifying, auf der Qualifying Pace. Und da werden wir uns im freien Training darauf konzentrieren. Stop.
You can start the engine. Ja, gerade für Tim ist es wichtig, dann auch am Freitag, unabhängig der Bedingungen, die Streckenzeit zu nutzen und entsprechend da seine Runden zu fahren. Man kann trotzdem Dinge ausprobieren, sei es jetzt am aerodynamischen Setup oder auch mechanisch kann man ein paar Sachen zumindest mal für die Streckencharakteristik testen. Aber klar muss man gewisse Dinge auch dem Wetter anpassen oder am Setup kompensieren. So, cool down lap and a box box. Something is strange. I think one tire is not fitted correctly because the car is moving a lot and the steering is not centered. Copy confirmed, rear right might not be tight, so very, very carefully back to the pits. Oh, Tim Heinemann. Ja. From Sim to DTM, sein Motto, sein Slogan auf dem Auto. Steht da neben der Strecke. Ja, nach dem Boxenstopp habe ich in der zweiten Kurve direkt schon gemerkt, okay, das Auto fühlt sich irgendwie komisch an. Hab dann auch relativ schnell im Rückspiegel gesehen, dass das radlose ist. Im Rathaus hat es dann gequalmt. Hab dann versucht, wirklich ganz, ganz langsam zurückzufahren, um eben das Rad nicht komplett zu verlieren. Ist dann ja aber leider relativ schnell dann auch von der Radnabe runtergesprungen. Das heißt, ich musste das Auto abstellen. Zum Glück war die Session eh vorbei. Wir haben jetzt nicht viel Fahrzeit verloren, aber es ist natürlich trotzdem ein blödes Gefühl und vor allem für die Mechaniker natürlich auch so ein bisschen demotivierend, weil die machen sich natürlich dann extreme Vorwürfe, die bereiten sich ja auch vor, machen auch viel Boxenstopp-Training und der hat so ein bisschen auch ja unsere ganze Saison ein bisschen beschrieben, dass wir es eigentlich gut können, aber am Ende dann, wo es drauf ankam, dann eben nicht umsetzen konnten. Good morning, everybody. Welcome to the Hockenheim Ring as we get set for the first of two qualifying sessions, two huge qualifying sessions in this championship deciding weekend. Für uns intern das Ziel ist natürlich, die Qualifying Performance zu optimieren. Das war in der Vergangenheit leider immer, ja, ich sag mal so, der schwächste Punkt. Das ist ja einfach auch sehr kostspielig in der DTM, wenn du da nicht performst, startest du hinten und wirst, wenn du nicht viel Glück hast, nicht weit nach vorne fahren können. Demnach ist das Ziel, sich besser zu qualifizieren, aber im Rennen dann auch entsprechend noch weiter nach vorne zu fahren. Es gibt noch 56 Punkte heute. Was erleben wir? Hitchcock oder Rosamunde Pilcher? Ich hoffe Hitchcock. Ich glaube, es ist eine Strecke, auf der man überholen kann an zwei, drei Stellen. Es kann alles passieren. Das Wetter ist super schön heute Morgen fürs Qualifying. Ganz anders als gestern. Wir sehen jetzt hier, die Fahrer gehen raus, die Teams sind ready. Jeder will jetzt hier schon mal eine Zeit setzen. Leider waren wir in Hockenheim nicht vorher testbar. Jetzt haben wir den Freitag, wo wir ein freies Training haben, natürlich genutzt. Da hat leider der Wettergott nicht mitgespielt, es hat geregnet. Das war zwar gut, um ein Regensetup herauszufahren, nachdem aber der Wetterforecast Sonne war, hat es uns natürlich nicht wirklich viel gebracht und wir mussten eigentlich am Samstag von null anfangen. So try to get the maximum brake temperatures, especially in the rear. 10 second gap behind, so drop back. So next one will be your first pusher. Track limits turn one. This is cancelled, this lap is cancelled, so actually we can box. Copy, it's not quicker anyways. Copy, box, box. Die Track Limits sind natürlich klar definiert. Das wissen wir als Fahrer, das wissen die Ingenieure, das weiß jeder. Wir versuchen natürlich trotzdem das Maximum rauszuholen und da eben so nah wie möglich an die Track Limits ranzufahren, weil das im Endeffekt Rundenzeit gibt und das ist das, worum es geht. Deswegen passiert es immer wieder, dass Fahrer ja eben Strafen bekommen, weil sie die Track Limits missachtet haben. Und das ist uns eben auch in Hockenheim passiert.
So Tim, we push you backwards into the garage. Anyways, it was a good job. I mean, big step from yesterday. As always, take SD card and the data stick and go for weighing, please. It's Breining on pole with a 37.1 and Olsen with a 37.4. Marvin did a 37.8, you did a 37.9. Yeah, unfortunately this means P22, but still, yeah, big improvement. Qualifying 1 war eigentlich so ein bisschen das, wie es nicht hätte laufen sollen. Haben uns eigentlich beide wohlgefühlt im Auto. Ich habe mich wohlgefühlt. Konnten in dieser einen Runde, wo der Reifenpeak eben am besten ist, das aber nicht umsetzen. Haben dann 3-4 Zehntel verloren und standen dann ja, weit außerhalb der Top 10. Aber generell von der Balance fand ich es, wie gesagt, wirklich eigentlich okay bis gut. Wusste halt einfach nur nicht, was auf mich zukommt, habe dann das Auto teilweise nicht so gefahren, wie es gegangen wäre, also konnte da das Setup dann nicht ausnutzen und auf der anderen Seite habe ich dann teilweise überpusht, was das Auto nicht gemocht hat, also 22. Die anderthalb Zehntel zu dir sind irgendwie 8 Plätze oder so. Das ist schon brutal. Im Qualifying zählt wirklich jedes Zehntel und wie man halt auch bei der DTM sehen kann, da sind 20 Plätze mal innerhalb von einer halben bis dreiviertel Sekunde. Das heißt, es ist zwar oder es hört sich marginal an, es ist aber eine Welt. Ja, natürlich nimmt man das so ein bisschen mit Humor, wenn die ganze Aufmerksamkeit auf den vorderen Plätzen liegt und man da hinten so ein bisschen ja, gar nicht mehr richtig wahrgenommen wird. Wir waren in Oschersleben ja auch in der Situation, wo wir die Aufmerksamkeit abbekommen haben. Deswegen ja, kenne ich das Gefühl und umso enttäuschender war es natürlich da hinten ja, in den letzten Reihen zu stehen. Aber trotzdem haben wir irgendwo versucht, ja, es zu genießen, weil wir wussten, es ist das letzte Rennwochenende. Danach ist die Saison vorbei und ja, ist so ein bisschen ja, dann im Spaß geendet vorm Rennen. Mädels, macht ein bisschen was Schönes, okay? Ja, wir versuchen es. Nur für dich. Wir hätten ja auch einfach mal das Gewicht weglassen können, weil wir fahren ja eh nie aufs Podium. Nein, die 15 bringen genau das, was er jetzt braucht. Nochmal Motivation. Wieder. Das erste Rennen in Hockenheim sind wir von recht weit hinten gestartet, aber Tim hat da wirklich einen super Job gemacht, konnte einige Positionen gut machen. Leider gab es dann eine Berührung auf eine der Schwachstellen des Porsches. Es ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass der Diffusor unter der hinteren Stoßstange einfach sehr empfindlich ist, vor allem wenn seitlich darauf gefahren wird. Das Rennen selbst war in der ersten Runde eigentlich schon hinüber. Hab im Startgerangel paar Kontakte von hinten bekommen. Ich weiß gar nicht von wem genau, aber ja, eigentlich nur leicht touchiert worden, gar nicht irgendwas grob Fahrlässiges. Aber das hat gereicht, um den Diffusor und dementsprechend den ganzen Unterboden zu beschädigen. Der war dann lose, hat dann auf den Kran geflattert. Das hört man dann auch im Auto ganz gut, dass irgendwas komisch ist. Auto hat sich dann auch komisch verhalten ab der ersten Runde an und hab dann natürlich trotzdem versucht, irgendwo zu pushen und trotzdem schnell zu fahren, aber ja, es wird dann immer schlimmer. Tim, we have a black and orange flag. We have to DNF the car, we have to retire the car. Box, box. Copy. Something is loose on the rear. Yes, the diffuser. Ganzer Diffuser weg wäre gut gewesen. Dann wäre das Auto gut fahrbar gewesen. So ein halber Diffuser, sprich ein Diffuser, der so ein bisschen wackelt, ist halt super schlecht für die Balance vom Fahrzeug und hat es ihm natürlich wahnsinnig schwer gemacht, das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten. Also im Endeffekt wieder eine Nullnummer und für ihn wahnsinnig enttäuschend. Beim Start habe ich 3-4 Mal so einen leichten Kontakt bekommen, aber immer nicht hart. Und diese leichten Kontakte, die machen den dann immer mehr und mehr kaputt und dann reißen wir die Aufnahmen raus. Ich habe auf der Geraden das dann auch mal so flattern gehört. Ja, ich dann ist ein Teil weggeflogen, dann dachte ich, okay, das war das Rathaus vielleicht. Ich habe einen sehr guten Start, war dann noch eigentlich schon direkt hinter Marvin. Nur
dann war halt alles zu, dann musste ich halt zurückziehen. Und dann verlierst du direkt. Da habe ich 3-4 Plätze verloren, aber dann sind die mir doch alle hinten draufgefahren. Aber die 25 Zähler nach der Pole, die gehören Thomas Breining, den Laufsieger. Beim Samstagsrennen der DTM am Hockenheimring. Dennis Osen wird Zweiter, Christian Engelhardt auf der dritten Position. Und die Teammeisterschaft geht mit diesem Doppelsieg an die Mantai EMA-Mannschaft. Also, den ersten Pott hat man schon im Sack. Tag 1 war für Marvin wieder solide. Für den Tim war der erste Tag wieder eigentlich ein Tag zum Vergessen. Das Rennen lief okay. Ja, es hätten Punkte drin sein können, aber hatte wieder Kontakt auf der Rennstrecke und dann haben wir da wieder das Auto abstellen müssen, wie einige Male über das Jahr. Ja. One more down, one to go. Two pit stops I left. I just really want a good race tomorrow. Or like something. Yeah, a couple of points would the, be nice. Yeah, in the 15, like top 15. I mean, top 10 would be absolutely fantastic. Yeah, that would be a big party. It would be like winning the championship. Yeah. Nach dem ersten Quali am Samstag wussten wir eigentlich, dass das Auto ganz gut war, haben uns beide an sich ganz wohl gefühlt, konnten es fahrerisch nicht so wirklich umsetzen, weil wir einfach nicht wussten, was auf uns zukommt. Haben eigentlich beide übereinstimmig gesagt, dass wir irgendwo 3-4 Zehntel uns vorstellen könnten, am Sonntag schneller zu fahren. Dementsprechend haben wir beschlossen, dass das Setup an sich gut war. Wir ein bisschen Feintuning noch machen müssen, aber dann so dann auch in den Sonntag starten möchten. Es war sehr schwer, mit den vorangegangenen Rennen noch positiv zu bleiben und auch wirklich jeden, also auch die Mechaniker, motiviert zu halten. Mir war es aber dennoch extrem wichtig, dass wir wirklich alles geben, auch beim letzten Rennen. Und ich habe gesagt, schaut euch mal hier um, es sind wahnsinnig viele Leute da, es waren wahnsinnig viele Zuschauer, es wurde ein gutes Event gemacht. Es war eine mega Stimmung und eine tolle Atmosphäre. Nutzt das, nimmt das, zieht da die Kraft raus und lasst uns richtig Gas geben. Quali 2 am Sonntag lief katastrophal, würde ich sagen. Zum einen Track Limits, unten gestrichen bekommen. Track Limits Turn 1, this lap is cancelled, prepare for the next one. Erschwerend hinzu kam noch, dass in der letzten Kurve sich einer gedreht hat. Da gab es dann eine gelbe Flagge. Ich war in dem Moment in der vorletzten Kurve, habe im Augenwinkel gesehen, dass irgendein Flaggensignal da ist. Und instinktiv bin ich dann in die Box gefahren. What the fuck, I thought it's red flag in the sector. So I came into the pit, but it was only yellow. Could you please tell me in the future? I have no information about any flags so far, so drive through, go out again, push, push. What the fuck, yeah, copy. In dem Moment, wo ich in der Boxeneinfahrt war, habe ich schon gesehen, fuck, das war nicht rot, das war nur gelb. War dann aber schon in der Box, musste dann einmal durchfahren, habe eine komplette Runde natürlich verloren, Reifentemperatur verloren, hatte nur noch einen Schuss dann ganz zum Ende vom Qualifying. Track limits turn one, so we can box. Sorry for that. Pure Frustration, wir waren echt am Tiefpunkt angelangt, waren enttäuscht, dass nicht mal mehr das letzte Quali irgendwie gut funktioniert hat oder wir uns irgendwie noch mal gut positionieren konnten. War natürlich umso schwerer. Neben uns in der Box Mantai, die haben schon gefeiert, die haben den Titel geholt, frühzeitig. Und wir standen einfach nur noch da und wussten nicht, wie uns geschieht, dass wir halt so gar nicht mehr auf die Füße gekommen sind. Und es hat wirklich wehgetan. Ja, na klar, ist schwer, wenn du, ich sag mal, komplett in der Scheiße hockst und im Hintergrund läuft We Are The Champions bei Mantai. Ist natürlich schwer. Andererseits kenne ich beide Seiten. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man dann Meister wird. Ich weiß, was das an Druck ablässt, was das für positive Emotionen sind. Von dem her kann ich es nachvollziehen. Aber jetzt auf der anderen Seite zu sitzen und so ein bisschen der Loser dann zu sein, ist natürlich
schwierig, aber ich meine, es ist Sport, Motorsport. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer und es gehört halt dazu. If we have both of our peak lap cancelled because we're fucking idiots, yeah, then, and we do our fastest lap in lap 8, I mean, you're so far beyond the peak that it's not even, we don't even have to talk about lap times right now. I don't need to do a performance meeting here if we cannot do the basic stuff of motorsport. And if we just box whenever the fuck we feel like it, yeah, this is also, if the engineer tells you there's a red flag, there's a red flag. And if nobody else on the entire track sees a red flag, then there probably wasn't one. Ich kenne Marius ja schon länger. Ist für mich einer der besten Ingenieure, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Ich glaube, wir verstehen uns blind. Und ich verstehe, dass dieser Druck bei ihm natürlich über das Jahr nach diesem extrem guten Saisonauftakt, wo ja Siege eingefahren wurden, einfach da war. Und ich kann ihn vollkommen verstehen, dass ihn in dem Fall ja, das Fass übergelaufen ist. Ich glaube, man hat eindrücklich gesehen, dass ihn das sehr belastet hat. Ich würde auch jetzt, wenn ich jetzt beide hier sitzen hätte, immer noch genauso reagieren. Aber ich habe auch die gleiche Erwartungshaltung an Sie. Wenn ich irgendwas aus reiner Schusseligkeit nicht hinbekomme, dann haben beide auch immer das Recht, zu mir zu sagen, was soll das? Kannst du dich jetzt mal konzentrieren und mal da vernünftig deinen Job machen? Weil am Ende ist das ja nicht, wir sind ja da alle nicht zum Spaß. Ja, das ist mein Beruf, das ist der Beruf der Fahrer. Und da kann ich ein gewisses Maß an Professionalität kann ich erwarten. Of course it was massively stupid with the track limit, with the coming into the pits, completely stupid, but anyhow we would have been like maybe two or three positions more to the front and not on pole. Not where not where we expected ourselves. Marius war nicht so begeistert, ich glaube wir waren alle nicht so begeistert, ich habe versucht das mit Humor zu nehmen, weil die Situation konnten wir natürlich nicht mehr ändern. War halt einfach blöd gelaufen. Am Ende ja, kann man sich drüber ärgern oder man kann halt weitermachen und sich dann aufs Rennen konzentrieren. Herzlich willkommen, Saisonfinale der DTM-Saison 2023. So voll habe ich die Tribünen in den letzten Jahren lange nicht gesehen. Saison-Highlight, viele Fans da, alle wissen, dass dann vorbei ist. Also natürlich auch irgendwo emotional. Da kann ich keinen Heck fahren. Beim Start. Wenn die Prämisse so klar ist, dass das Ziel heute nicht Punkte sind, nicht Podium oder sonst irgendwas, sondern nur beide Autos schadensfrei ins Ziel zu bringen und die Saison zu beenden, dann ist natürlich gehe ich dann in so ein Rennen auch rein mit einer anderen, nicht mit einer anderen Erwartung, aber lockerer, sagen wir so. Spaß, schönes Rennen, viel Gesundheit und mach nichts kaputt. The final set. Du, 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 du. Los geht die Reise zum letzten Tanz. Bortolotti schert gleich mal rüber, um sich vor Stolzhaber zu behaupten. So gehen sie ein in die erste Ecke. Breining vor Bortolotti und dahinter der Mercedes von Luca Stolz, der sich auf der dritten Position einreiht. Aber das Feld kommt geordnet und sauber, zumindest mal durch die erste Ecke. Ich hatte einen sehr guten Start gehabt. Bin von 27 auf 20 nach vorne gekommen, also konnte 7 Plätze gut machen. Tim Heinemann, der da versucht, gegen Luca Engstler etwas auszurichten. Da reden wir rund um die Position 21. Also egal ob vorne oder egal am Ende, überall versucht man natürlich in dieser Startphase Boden gut zu machen. Das hat Tim wirklich wahnsinnig gut umgesetzt. Der ist nach vorne gefegt. Also es hat richtig Spaß gemacht, auf den Zeitenmonitor zu schauen und zu sehen, wie wir uns wirklich einen Weg nach oben gearbeitet haben oder nach vorne auf der Strecke. Und wir hofften alle, dass es vielleicht möglich sei, die Saison ja, auf einem guten Weg zu beenden, vielleicht sogar in den Punkten. Maro Engel versucht an Luca Stolz außenrum vorbeizugehen. Da gibt es einen Treffer von Marco Wittmann, der Christian Engelhardt abräumt und der heftigste die Leitschiene bzw. in die Seitenbegrenzung einschlägt. Gelbe Flagge und da können wir fast von ausgehen, dass wir da das Safety Car auf der Strecke sehen werden. So just for your information, was Christian being crashed out basically, but he's alright. Yeah, I told him, is he okay? Is all the doctor in the car? Yes, he's okay. He's out of the car. No problem. Ich habe dann beim Safety Car Restart ein paar Plätze verloren. Wurde ein bisschen von der Strecke gedrückt.
Ich glaube, 3-4 Plätze musste ich dann abgeben. Tim Heinemann, das hatten wir vorhin schon. Jetzt ist Tim Heinemann neu dabei. Engstler, der verliert die Position gegen den Ferrari, der Eingangsmotordrom den Move macht. Dann das Auto Tiefeld, Yusuf Owega an Pink. Stay out. Ah, Owega. Aber hier fächert erstmal der Mercedes vorbei am Porsche-Pilot von Talksport WRT. Ich habe aber ein sehr, sehr gutes Boxenstopp-Fenster dann erwischt. Sind auf, ich glaube, Platz 13 oder 14 aus der Box rausgekommen. Also waren wirklich in einer sehr, sehr guten Position, wenn wir bedenken, dass wir als Vorletzter gestartet sind. Und ja, erste Kurve nach der Boxenausfahrt habe ich, wie am Samstag auch schon, einen Kontakt aufs Heck bekommen. Copy, Tim. I'll try to see something from the pit wall and you keep me updated, please. The most unluckiest fella in my life, honestly. Diffusor beschädigt, Unterboden beschädigt und hab dann auf der Geraden auch schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwelche Vibrationen, und haben dann auch wieder versucht weiterzufahren und irgendwo noch das Beste draus zu machen, aber die Performance hat dann natürlich auch schon nachgelassen, musste Plätze abgeben und wollten es dann auch nicht noch schlimmer machen, als es eh schon ist. Sind dann wieder in die Box reingekommen, mussten wieder abstellen. Tim Heinemann beendet, glaube ich, seine DTM-Saison vorzeitig, ist abgebogen in die Box hinein, hat gestern schon leider das Rennen vorzeitig beenden müssen. Und wenn wir da runterschauen, er fährt vorwärts in die Garage hinein, vom Sim zu DTM und vom letzten Rennen vorzeitig in die Boxengasse. Schade für den jungen Nachwuchsracer bei Talksport WRT, vorzeitiges Ende. Natürlich sehr enttäuschend, das letzte Rennen so zu beenden, vor allem wenn alle anderen feiern, wenn alle anderen ja, das genießen, die Stimmung, die letzten Runden dann auch zu fahren und ja, die jubelnden Zuschauer dann nur am Fernseher zu sehen, ist natürlich sehr, sehr bitter, aber ja. Also ich finde, dass Hockenheim im Allgemeinen die ganze Saison wiedergespiegelt hat. Also alle Fehler oder auch, wenn man es so nennen will, Pech, was wir hatten, kam alles nochmal zusammen und hat eigentlich in beiden Läufen gezeigt, wie so die Rennen davor liefen. Also das ist eine gute Zusammenfassung gewesen, finde ich. Natürlich wollte ich performen, irgendwo nochmal am letzten Rennwochenende ja, ein Highlight setzen am Samstag. Die Azubis da, viele Mitarbeiter da, ich glaube knapp 150 Person von KW will man natürlich auch dann zeigen, dass dieses Vertrauen, was in mich gesetzt wurde, auch irgendwo ja, bestätigt werden kann. Hat nicht sollen sein, kann man sagen. Es war mir ein Vergnügen, mit euch die Saison zu bestreiten. Ja. Ja, doch, ich habe es gerne mit euch gemacht. Doch. Also, ich habe gern mit euch zusammengearbeitet. Mal mehr, mal weniger eurer Meinung, aber ich glaube, das ist normal. Das ist, glaube ich, auch notwendig, wenn wir gerade in so einer Performance oder was in Serie zusammenarbeiten, dass man vielleicht immer einer Meinung ist, aber nichtsdestotrotz habe ich es gerne gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen geschönt gewesen gerade, aber... Nee, ich habe gesagt, ich habe gerne mit euch zusammengearbeitet. Das stimmt. Ich denke, wir sind uns alle klar oder einig darüber, dass es eine Scheiße schwierig war. Das Ergebnis am Ende wahrscheinlich bis in Oshas Leben nie das war, was wir uns alle erhofft haben. Nichtsdestotrotz hatte ich Spaß mit euch und ich fand auch, dass, wie wir es gemacht haben, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, und das finde ich ist normal in so einer Situation, in der wir uns befinden, im Motorsport, es aber nie so war, dass man... Nein, gibt ja ein Sprichwort. Gute Füße werden nicht dann, wenn es gut läuft, sondern dann, wenn es nicht gut läuft. Ja, und ich finde... Wenn es gut läuft, sind immer alle happy. Wir konnten zumindest über alles reden. Tätowieren.
Wir hatten gute Punkte in der Saison, mit Sicherheit mit den Podiums und dem Rennsieg in Oschersleben. Wenn man sich das Ganze analytisch anschaut, hatten wir Performance, die wir aber leider Gottes, und da kommt man dann direkt zu den negativen Punkten, nie in Qualifying auf den Punkt bringen konnten. Wir hatten viel Pech in der Saison, vor allem der Tim hatte viel Pech, teilweise, weil er sich selbst verschuldet in diese Pechsituation irgendwo reinbringt, teilweise unverschuldet. Aber das ist im Motorsport meistens so, wenn es nicht läuft, läuft es flächendeckend nicht. Und wenn es gut läuft, läuft es flächendeckend gut. Bei den anderen muss ich mich jetzt bedanken, die sehe ich heute alle noch viel. Du dich gleich nicht mehr. Also sei jetzt ruhig und nimmst du an. Ich nehm's so an, Entschuldigung, dass ich dich. Der Marius ist gerade einmal nett. Ja, sorry. Deswegen war ich so. Mach den Moment nicht kaputt. Ja. Okay, gut. Schieß los. Ja, das kann ich ja mal da am Arsch lecken. Jetzt komm, schieß los. Und dann ja, nein, vielen Dank für die Hilfe auch dieses Jahr nochmal. Ich hoffe, dass man da auch in Zukunft weiter drauf aufbauen kann und vielleicht ein bisschen besser und weiter vorne fahren kann. Ob es hier in der Meisterschaft ist oder in einer anderen, ist ja jetzt erstmal hingestellt. Aber ich denke, man sieht sich mit Sicherheit bald wieder. So schnell wirst du mich nicht los. So fürchte ich auch. Also ich wünsche Tim auf jeden Fall Durchhaltevermögen, dass er nicht so ungeduldig ist, dass er einfach mal sich so ein bisschen auch selbst reflektiert und sieht, okay, was fehlt mir noch, welche Erfahrungen muss ich noch sammeln, um wirklich vorne mitzufahren. Und ganz klar, er braucht Kilometer, 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 weil ihm fehlt so viel mehr Erfahrung als den anderen auf dem Niveau, wo er mitfährt, ja? Aufgrund seines Werdegangs und der Werdegangs der anderen. Jetzt liegt es an ihm, quasi daraus was zu machen. Er hat gerade nach seinem Einstand in Oschersleben stark gezeigt, dass er ein Auto bewegen kann und das vor allem schnell bewegen kann. Er muss noch ein bisschen was lernen, was Setup angeht, was die Technik angeht im Fahrzeug, um wirklich die finalen Setup-Abstimmungen machen zu können, um das einfach zu verstehen. Ich glaube, da fehlt einfach noch die Erfahrung. Ich glaube aber, wenn er die bekommt, dann kann er echt ein gutes Paket zusammenbekommen als Fahrer, um dort dann auch als Vollprofi im Motorsport zukünftig Fuß zu fassen. Ich würde den Tim raten, dass er einfach so weitermacht, wie er ist und weiter an sich glaubt, die Unterstützung bekommt, die er bekommen hat von seinen Partnern. Das ist eben auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man Partner hat, die an einen glauben. Du musst dich immer wieder beweisen, du musst überzeugen und dann glaube ich, dass der Tim eine lange Karriere vor sich hat. Grundsätzlich war natürlich der Saisonauftakt schon mal sehr, sehr beeindruckend und da hat er gezeigt, dass er es kann. Er hat es natürlich nicht konstant über die ganze Saison jedes Mal so gut umsetzen können, aber das ist auch was, das man lernt, das kommt mit der Erfahrung. Und von dem her bin ich mir sicher, dass er Profi wird oder werden kann. Ich würde ihm wünschen, dass er das Team findet, mit dem er sein Potenzial zeigen kann. Denn er ist einer von den deutschen Rennfahrern, die das Potenzial haben, um Siege und Podiums mitzufahren. Und ich kann ihm nur wünschen, dass er auch das Team dazu findet. Denn im Motorsport, zwar steht der Sieger immer alleine da oben auf dem Podium, aber es gibt keinen Sport, wo so Mannschaftsleistung gefragt ist wie bei uns. Und diese Mannschaft braucht er einfach. Ohne diese Mannschaft wird er leider nicht aufs Podium kommen. Und ich wünsche ihm vom Herzen, dass er so ein Team findet. Überhaupt dabei zu sein, DTM-Fahrer zu sein, ist was ganz Besonderes, ist die Erfüllung eines Kindheitstraums. Klar hätte es besser laufen können und sollen, aber ich glaube, gerade wenn man sich die anderen Namen mal anschaut und auch wie viel Erfahrung andere Fahrer haben, dann muss man sich, glaube ich, nicht verstecken.